den vergangenen Monaten sehr beschäftigt hat. Und wir sind hier sehr zuversichtlich, weil wir auch sehr, sehr schnell agiert haben und agieren konnten. Und neben den konkreten Entwurfs- und Aussprachenplänen sind Arbeitsschwerpunkte erstens die Grunderwerbsverhandlungen, die Kampfmittelsondierung, die Sicherung von Leitung und das Ausstellen von Nisthelfen. Die Ausführungsplanung für die Sprengarbeiten ist bereits vergeben, mit dem Ziel, noch in diesem Jahr die Sprengung der Brücke durchzuführen. Frühestmöglich mit dem Bau zu beginnen. Am 2. Dezember gesperrt ist, das bedeutet kein Schlaf für die Anwohner. Es gibt bislang keine verbindliche Aussage der Bundesregierung, wie lange diese Sperrung andauern wird. Zurzeit die Auffassung herrscht, dass offensichtlich der Schlaf von Tieren. Den Hinweis erlauben zu sagen, dass diese Brückenschäden in Ramelden natürlich nicht vom Himmel gefallen sind. Auch andere Verkehrsminister vor allem die Verantwortung dafür tragen. Ein unheimlich schnelles Verfahren. Wir versuchen den Lärmschutz und alles, was dort möglich ist, für die Anwohner umzusetzen. Das ist nicht ganz leicht. Wir haben auch den Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid. Frau Staatssekretärin, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, wir haben hier auch einen Bürgerbeauftragten, den Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid, der ist unserer Bitte nachgekommen, hier die Aufgabe des Bürgerbeauftragten zu übernehmen, der auch jederzeit ansprechbar ist.